Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute nehmen wir mal Brookhaven, man sieht's. Wir werden heute auf jeden Fall ein paar Hacks, Glitches, Tricks und Secrets in Brookhaven auf jeden Fall suchen und ausprobieren. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr so welche Teile feiert. Disliked auf jeden Fall nicht, wenn ihr auf jeden Fall ein paar Sachen schon davon kennt. Ich kann nie davon richtig ausgehen, dass jeder von euch nichts kennt. So wird es auch nie sein, also es wird immer Leute geben, die das Ganze schon kennen. Seid auf jeden Fall nicht traurig, wenn ihr ein paar Sachen davon schon kennt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr eins oder zwei von den ganzen Sachen noch nicht kennt. Das erste ist, wenn man ein Haus spawnt, dann geht man hier auf Haus spawnen und man nimmt einfach dieses Haus hier, das erste gleich. Ich habe es bei den anderen schon ausprobiert, bei manchen geht das nicht, wie zum Beispiel bei dem Haus, da kann man das Ganze nicht ausprobieren. Deswegen, ich zeige es euch jetzt am ersten Haus, da wo es auf jeden Fall funktioniert. Da drückt ihr einmal auf Spawnen, da wartet ihr kurz, bis das Ganze geladen hat. Das geht eigentlich immer halbwegs schnell. Dann könnt ihr hier schon mal reingehen und dann müsst ihr euch hier auf die Couch setzen. Da drückt ihr hier einfach so hinsetzen. Und das ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass ihr hier so sitzen tut. Auf dem Sessel geht es auch. Das ist nämlich bei den anderen Häusern nicht der Fall. Wenn man da nämlich, also man muss auf jeden Fall so sitzen, das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Und dann müsst ihr einfach hergehen, müsst wieder auf dieses Haussymbol gehen und müsst dieses Haus wieder löschen. Und dann, Leute, zack, seht ihr, was ist? Wir sind immer noch am Sitzen und das ist auf jeden Fall richtig krass. Und ich frage mich gerade, wer da drüben sein Haus pink gemacht hat. Wenn ihr jetzt einfach nur die Vorwärtstaste drückt, ganz wichtig, ihr dürft nur Vorwärtstaste drücken, dann lauft ihr so. Ihr könnt auch drehen und alles, also es funktioniert auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall nicht springen, weil wenn ihr springt, dann lauft ihr wieder als normale Person. Ja, ist auf jeden Fall sehr cool, deswegen ist es auch im Video mit drin. Und ja, wenn ihr jetzt springt, ich kann es euch das mal kurz zeigen. Zack, dann seid ihr wieder ganz normal als normale Person und könnt ganz normal so durch die Gegend laufen. Leute, jetzt kommen wir zum ersten Secret und Leute, es ist auf jeden Fall auch sehr interessant, wie dieses Secret funktioniert. Also ein paar von euch kennen das Ganze auf jeden Fall schon. Man muss auf jeden Fall hier hinten rein, hinter die Röntgenmaschine und dann kommt man in diesem Raum. Wenn ihr jetzt auf jeden Fall hier unten drauf drückt, kommt ihr in diesen separaten Raum. Das wissen auf jeden Fall auch schon die meisten. Was ich auf jeden Fall ganz interessant fand und was die meisten noch nicht wissen, wenn ihr euch jetzt hier rausglitscht, glaube ich, muss mich dazu klein machen. Ihr könnt das auf jeden Fall selber alles ausprobieren. So, ich bin jetzt ganz klein. Wenn ihr euch jetzt hier rausglitscht, müsst einmal die Ecke euch so drücken und dann müsst ihr euch rausglitschen. Seht ihr, Leute? Wir sind auf einmal hier irgendwo unten drunter. Aber dieses, wo wir hier unten drunter sind, ist auch nicht dieses Krankenhaus, sondern wir sind woanders unten drunter. Das heißt, wir machen eine Brookhaven Rundreise, ohne dass wir das überhaupt wissen. Und das Ganze werde ich euch gleich auch zeigen. Ihr seht, hier ist dieser schwarze Behälter. Dann sind diese weißen Behälter hier unten drunter, wo diese ganzen Stühle unten drin sind. Und hier nebendran fragt euch jetzt, was das da drüben ist. Es ist auf jeden Fall ein ganz bekannter Platz, was die meisten auf jeden Fall von euch kennen. Und zwar, wir müssen erstmal den Stuhl finden, wo man hier wieder rauskommt. Ich glaube, das ist der da drüben. Ja, das ist der hier. Da ist nämlich wieder so ein Knopf drunter. Da kann man drauf drücken und dann ist man wieder hier draußen. Aber es ist übrigens nicht dieser Platz hier, wo man hinkommt. Auch wenn man jetzt dachte, dass der Nebenraum auch mit Wasser gefüllt war. Es ist nämlich ganz einfach dieses Becken hier, Leute. Und das Ganze werde ich euch ganz einfach zeigen. Ihr geht einfach hier unten in die Ecke. Am besten als kleine Person. Da kann man sich am besten rausglitschen. So, ihr seht das. Ich bin hier eindeutig in diesem Becken drin. Und wenn ihr jetzt da unten reingeht, dann könnt euch dann hier einfach ganz gemütlich rausglitschen. So, und dann sind wir hier in diesem Becken drin. Und da ist ja dieses Schwarze und das Weiße. Und das bedeutet eindeutig, dass wir hier auf jeden Fall in diesem Becken drin sind, wo die Rutsche ist. Ist auf jeden Fall interessant. Also wir sind hier einmal von dem Krankenhaus hierher gereist und dann von hier zu diesem Becken da drüben oder zu diesem See eher gesagt. Wir machen so eine kleine Brookhaven-Tour, ohne dass wir das Ganze wissen. Als nächstes, Leute, zeige ich euch im Flughafen ein Versteck. Da müsst ihr hier einfach mal kurz ins Flugzeug rein. Und da gibt es auf jeden Fall auch zwei Sachen. Ich zeige euch einmal ein Versteck und einmal zeige ich euch, dass dieses Flugzeug, was ihr hier draußen seht, gar nicht das Flugzeug ist, wo man reinkommt. Das werde ich euch aber gleich zeigen. Also man geht hier rein, zack, und ist dann hier in diesem Flugzeug drin. Wir gehen hier auf jeden Fall mal auf Charakter klein machen. So, gehen dann hier rein. Dann kann man sich einfach hier hinstellen auf dieses Ding und ihr habt schon
schon gesehen, mein Arm ist schon verschwunden, Leute. Ihr geht einfach hier an die Seite und zack, ihr seid verschwunden. Euch findet kein Mensch mehr. Ist auf jeden Fall sehr cool zum Versteckspielen in Gunsbrookhaven. Dann, Leute, auf jeden Fall, wie ich euch zeigen kann, dass dieses Flugzeug nicht das Flugzeug ist, wo ihr gerade gesehen habt uns oder wo jeder denkt, dass das Flugzeug ist, geht ihr einfach hier mal ins Cockpit, geht hier ganz am Rand. Also wichtig ist wieder, dass ihr klein seid und dann macht ihr die Kamera raus und zack, zack. Zack, und auf einmal seid ihr unter der Map. Das heißt also, dass man da einfach da reingespawnt wird. Jetzt fragt ihr euch aber, wo werde ich denn da reingespawnt oder wie geht das? Weil ich bin ja eigentlich nur den ganzen Mal in Gang gelaufen. Was ganz einfache ist, es liegt an dieser Tür. Weil guckt, wenn ihr kurz da reingeht oder auf die Tür zulauft, dann zack, ihr werdet hier rausgespawnt. Und zack, immer ist dieser Spawn-Prozess. Ist auf jeden Fall auch sehr interessant. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das die wenigsten wussten. So, Leute, in der ganzen Zeit ist auf jeden Fall schon Nacht geworden. Und das nächste Versteck oder eher gesagt das Geheimnis über das Kino zeige ich euch jetzt. Und zwar, Leute, dieses Kino ist hier genau das gleiche wie das Flugzeug. Wenn ihr hier rein und raus geht, werdet ihr in einen anderen Raum teleportiert. Das heißt, dieses Kino befindet sich auch nicht hier unter diesem Gebäude oder in diesem Gebäude eher gesagt, sondern es befindet sich wo komplett woanders. Und das Ganze kann man ganz einfach wieder sehen. Wenn man hier reingeht, macht sich wieder klein. So, geht an den Rand und glitscht sich raus. So, Leute, hier seht ihr das Ganze. Hier ist auf jeden Fall das Kino. Cool auf jeden Fall. Ich wusste auch nicht, dass es unter der Map ist, aber es muss ja auch logischerweise Sinn ergeben, weil es geht ja hier ja auch nach unten. Ist auf jeden Fall cool gemacht und feiere ich auf jeden Fall. Und zu guter Letzt, Leute, zeige ich euch noch einen Glitch. Und zwar, wenn ihr euch jetzt hier eine Wohnung holt, baut das Ganze auf jeden Fall. Dann setzt ihr euch wieder hier hin, ganz normal. Und dann tut ihr einfach eure Wohnung kündigen. Und zack, ihr schwebt einfach in dem Raum drin, Leute. Wichtig ist hier auf jeden Fall, dass ihr einfach ein Skateboard oder so verwendet zum Fahren oder einen Roller. Wir nehmen mal kurz das Skateboard. Weil ich glaube, ein Skateboard funktioniert jetzt hundertprozentig. Ja, bei dem Roller bin ich mir nicht sicher. Also Skateboard auf jeden Fall könnt ihr gerne verwenden. Und ihr könnt hier auf jeden Fall in die anderen Räume hier überall rein. So sieht es auf jeden Fall hier aus, wenn die ganzen Wohnungen auf jeden Fall nicht eingerichtet sind oder gebaut sind. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Und wenn ich jetzt das Skateboard wieder rausmache, kann ich dann trotzdem noch laufen? Ja, dann kann ich so ganz normal wieder laufen, Leute. Dann laufe ich wieder so wie am Anfang in dem Haus. Das sieht auf jeden Fall auch sehr lustig aus. Wenn euch auf jeden Fall das Ganze gefallen hat, dann, wie schon gesagt, gerne ein Abo da lassen. Gerne die Glocke aktivieren und Leute gerne ein Like da lassen, dann sehe ich auf jeden Fall, dass ihr mehr solcher Brookhaven Glitches, Hacks und ja geheime Räume sehen wollt und dann kann ich auch gerne mehr Teile davon bringen und dann hätte ich gesagt, Leute, haut rein, ciao, euer Action Wolf, bis zum nächsten Livestream oder zum nächsten Video, ciao.